Achtung! Risikogefahr! Dieses Video enthält hohe Dosen von Tipps und Infos aus dem Erzgebirge. Konsum auf eigene Verantwortung. Die schiefe Ebene. Oder ein Abenteuer in der geologischen Verwerfung. Diese Wanderung führt durch eine geologische Verwerfung, wo die Erdplatten einmal ordentlich aneinander geraten sind und sich jetzt in bizarren Winkeln und lustigen Formen präsentieren. Perfekt also für alle, die einmal erleben wollen, wie es wäre, wenn die Natur sich ein bisschen verkantet hätte. Auf dieser Route wirst du das Gefühl haben, dass die Welt leicht schief steht. Nicht nur ein Gefühl. Und das nicht nur, weil der Boden ziemlich uneben ist. Der Franzosenfriedhof in Augustusburg. Hier wurden etwa 1000 französische Soldaten begraben, die auf dem Rückzug aus Russland in Augustusburg an Typhus verstarben. Das waren die Nachwirkungen des Russlandfeldzuges von 1812. Und hier beginnt unsere Wanderung der Verwerfung zunächst mit dem Ziel Hennersdorf an der Zschopau. Dort schauen wir uns eine markante Flussüberquerung an. So, wie geht's weiter? Die gedeckte Holzbrücke ist ein denkmalgeschütztes Objekt. 1840 errichtet, ist es eine Hängekonstruktion mit Walmdach. Die etwa 36 Meter lange und 4 Meter breite Holzbrücke überspannt die Zschopau. An der Ostseite kreuzt die Straße unmittelbar vor dem Brückenportal die Zschopautalbahn. Verwerfungen führen über lange Zeiträume zur Hebung und Senkung von Landmassen, was die Topographie einer Region prägt. So entstehen Berge, Täler und Becken. Diese geologischen Strukturen beeinflussen Siedlungsräume, Landwirtschaft und Verkehrswege. Ein angenehmer Verkehrsweg, sprich Wanderweg, führt von hier aus zum Kunnerstein hinauf. Ein Wanderweg hoch über der Zschopau. Der Torkelpfad ist ein schräger Wanderpfad entlang der Verwerfung. Der Boden ist so geneigt, dass man leicht das Gleichgewicht verlieren kann. Tipp: Wer die Arme wie beim Seiltanzen ausstreckt, macht es sich leichter und sieht dabei ziemlich lustig aus. So, und jetzt ist hier stark Strom, denn wir sind oben. Endlich oben. Über die Zschopau erhebt sich auf einem Felsen am Südhang des Schellenberges eine Schutzhütte. Bis 1972 stand hier ein Gasthaus. Von etlichen Aussichtspunkten bietet sich ein weiter Blick über die Landschaft, den Fluss und zu den benachbarten Ortschaften Hennersdorf und Kunnersdorf. Eine himmlische Ruhe ist das hier. Hier oben wohnt wohl jemand. Am Kunnerstein führt ein Naturlehrpfad auf der Kunnersteinverwerfung vorbei. Die Kunnersteinverwerfung ist eine von vielen Nordwest-Südöst streichenden Großstörungen, die das gesamte Erzgebirge in spanartige Einzelschollen zerlegen. Spanartig passt zum Erzgebirge. Durch Verwerfungen können Gebirgszüge und tiefe Schluchten entstehen, die die Biodiversität fördern. Unterschiedliche Höhenlagen schaffen Mikroklimata, die bestimmten Pflanzen und Tieren einzigartige Lebensräume bieten. Uns bieten sie die Frage des Tages, wenn man mit Beute durch die Landschaft läuft. Gibt's noch Pilze? Jawohl. Und die Antwort? Die gibt es, aber nach dem ersten Frost sammle ich die nicht mehr. Aber Grünzeug, Kräuter. Grünzeug. Löwenzahn, Vogelmiere, Labkraut, Waldschaumkraut, das kannst du jetzt alles ernten. Jawohl. Nach dem finalen Aufstieg zur Augustusburg gibt es einen kleinen Kräutergarten. Hier kann man das Abenteuer bei einem Blick auf das mittelsächsische Abendland Revue passieren lassen. Gibt es noch Pilze? Der Herzogin Anna hatte auch einen guten Heimwisch. Hier. Wer noch? Ah ja, das Kraut. Deshalb wahrscheinlich der Spruch, Heinrich, mir Kraut vor dir. Fazit. Und das Wanderlevel. Für Menschen geeignet, mit guter Laune und ohne Drang, nach perfektem Gleichgewicht. Und für alle, die sich auf eine unvergessliche, schiefe Wanderung freuen. Glück auf, sagt der Bergmann. Glück zu, sagt der die Müllerin.